Und die nächste ist jetzt. Also, ja. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft. So ein Hundi gefunden. Hundi. Nur Minecraft? Hast du einen Knochen dabei? Natürlich. Noch. Der ist da. Ne, der Spruch ist scheiße. Eine Wowi. Au. Nein, ein Schnuffi. Ein. Ganz besonders ausgesprochen. Ein Wuffel. Aber das werde ich jetzt nicht wiederholen. Schnuck. Ein Scheißköter. Ein Wuff. Ja, wenn man politisch korrekte Bezeichnungsweisen hat, dann braucht man auch politisch unkorrekte. Das ist immer ein Gleichgewicht. Ein Wauwau. Das war so, bei unserer Chemielehrerin. Ja. Hund von Arlen. Hatte ihre... Das ist schon eine Beleidigung. Achso, warte mal, da warst du, ihr seid ja immer im Chemiekurs. Also, als sie hatte ihre Tochter dabei. Und dann war. Man merkte auch, dass sie eine Tochter hat. Also, letzte Stunde meinte sie ja, ja. Ja, hier, da waren doch diese. Was waren das für Bindungen? Das waren doch irgendwie. Wasserstoff mit Chlor oder so? Ne, oder war es einfach nur Wasserstoff und Kohlenstoff? Bindung mit den verschiedenen Formen praktisch. Und mit diesen ja? Mit diesen hintereinander angeordneten und den Isomerie oder was? Ja, Isomerie. Und da meinte sie irgendwie ja. Dann hat man halt gemerkt, dass sie ein Kind hat. Also das hier, das eine, das war irgendwie in Form von einem Zylinder und das andere, das war ein Wauwau. Ja, oder? Was? Zylinderförmig? Sprechen wir gerade von Kohlenstoff-Nanoröhrchen? Nee, sie hatte Kohlenstoff, Kohlenwasserstoff-Isomerie. Sprechen wir eigentlich über nichts anderes. Achso, mal da hinten. So. Und da gibt es so zwei verschiedene Anordnungen, wo die Moleküle irgendwie einmal schräg versetzt sind, wie praktisch beim Stern-Du. Ja, genau, dieses eine Trans, das andere Cis, ja. Genau, Trans. Ah, das hat heute auch. Und, ja. Dann das eine, ja, das war ja. Also ich glaube, Cis ist das mit dem Versetzen, ne? Cis ist, wenn die auf der gleichen Seite Richtung geht. Okay, ja, dann war es trans. Okay, ist ja auch klar, irgendwie hinüber, transiere, hinübergehen. Jenseits und dies oder so. Ja, aber. Ja, genau. Richtig. Genau. Also deswegen ist trans. Das, und dieses Trans, das war dann halt, das war dann Wauwi. Also das war halt kein Hund, das sieht ja aus wie ein Hund, weißt du, praktisch. Achso, ein bisschen. Ja, ganz kleines bisschen. Und sie meinte dann halt, dass das ist dieser Wauwi. Also wenn man ein Auge zwerft und noch eins, dann ja. 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 Oh, ich hasse es, dass unsere Klingel weg ist. Aber ich hab mal bei der SV was rangeschrieben auf die Facebook-Seite. Vielleicht kümmern die sich da mal drum. Hab auch schon Resonanz haben bekommen. Sie irgendwas zurückgeschrieben? Die SV nicht, aber ganz viele Schüler. Und das ist auch richtig scheiße, wenn... Vor allem ist für unser sehr kompetent Schulleiter das nicht mag. Ja, der Schulleiter, der hat da eine fragwürdige Entscheidung meiner Meinung nach getroffen. Ja, es wird wieder nach. Ja. Kommt vor. Ja. Ja, Ali, hier beim KGB hast du mitbekommen mit der Schulkleidung. Die sie da... Die Schulkleidung vom KGB? Ja, also Ali ist die vom Eckhorst. Die sie einfach kopiert haben. Ja, das ist nicht meine Schuld. Ich habe schon mit dem Schulleiter gesprochen, Schulsprecher gesprochen. Und der meinte was? Der eigentlich mein Klassensprecher hätte sein sollen. Ja. Was hat der gesagt? Aber er meinte, ja, das ist Zufall. Purer Zufall. Ja, es ist immer. Da habe ich ihn Chef angeguckt. Petro, willst du mich veräppeln? Nein, ich habe was anderes gesagt, aber das will ich nicht wiederholen. Reinlegen. Wäre so vulgär. Petro, ist das dein Ernst? Nein, das ist mein Anus und... Also ich versuche hier... Schlafen gehen? Ja. Nee, Schlaf ist überbewertet. Ich muss ein bisschen Tiramisu abbauen. Ich weiß nicht, ich bin hier gerade im Holzhaus. Ach nein. Und ich lege in mein Bettchen. Alter, widerstehe deinem Zwang. Du weißt, was Göckens sagt. Jeder hat den Mörder in sich und jeder hat den Drang zu töten. Doch, du hast auch... Wow, der Typ ist wirklich creepy. Ja, habt ihr... Achso, ihr habt ihn nicht, stimmt. Aber meinte er ja. Jeder von ihnen hat den Mörder in ihnen...
in sich und jeder von ihnen hat den Drang zu töten. Drang zum kommt töten? Er darauf? Ja, das ist halt so, ne? Mit dem klar, aber hä? Einer von euch, oh, scheiße, ein Skelett. Irgendjemand von euch hat ihn doch. Ja, Kai. Und der redet nicht. Kai schmollt. So. Ab ins Bett. Ich bin im Bett. Hier ist sogar ein Bett. Sehen, ob ich überlebe. Go to bed, please. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Warten, bis die Skelette fertig sind. Ja, sie können einfach verbrennen. Okay. Alex, ich hab dir mal eine Nachricht geschickt. Kannst du nachher angucken. Ach, hi. Okay. Eine geheime, interessante Nachricht. Top Secret. Top Secret. Top Secret. So, alles. Kann meine Neugier nicht zurück. Verdammt, ich hab sie weggeklickt. Kannst du mal schicken? Scheiße. Das war im Chat. Ja, ich weiß, ich hab den kompletten weggeklickt. Du hast den Chat weggeklickt? Ja, dann drück einfach auf das Enter. Ich hab auf das geklickt. Ist er wieder da? Ja. Kannst du auch die Nachricht aufrufen? Irgendwie Explosionen sind unter Wasser so ziemlich wirkungslos, oder? Kann das sein? Nein. Ja, kann sein. Ah, okay. Dann ist ein Schlenderman. Gib der Steuerung V. Oh, interessant. Ja, nicht wahr? Oh. Hast du auch, dass es jetzt einen Mod mit Happy End gibt? Für Minecraft? Aha, nee. Ist doch langweilig. Hallo, da campt einer im Schatten. Scheiß Camper. Was? Drecks Camper verbrennen. Wo ist mein Sturmgewehr? Verdammt, gibt's in Minecraft nicht. Er sollte nur schon mal programmieren. Lieber Notch, wenn du das hier siehst, ich will ein Sturmgewehr. Da bestimmt Creeper gehen mir auf wie Eier. Es gibt eine Wirbelsturm-Mod. Oder Deutsch lernen. Der Wirbelsturm. Hinter mir ist auch keine Creeper mit 400 Schussminute. Wenn irgendwie Creeper vom Wirbelsturm mitgerissen werden und plötzlich voll gegen ein Haus klatschen. Das wäre. Platsch! Der Inbegriff von Och nö. Der Inbegriff von. Oh, Rage Quit. Ja, okay, der Inbegriff Och nö ist ein Creeper, der in einem Minecart gestackt ist und dann langsam in Richtung deines Hauses fährt. Wollen wir das Haus hier so an Hügel hier bauen? Ja, was wollen wir machen? Das Haus an den Hügel so ran. Ja, warte kurz. Wie hast du dir das vorgestellt? Du kannst mal kurz zeigen, wie du es denkst. Ja, also hier, diesen Hügel starren. Boah, das ist lang. Slime. Du meinst zum Teil damit reinbauen? Genau, so praktisch. Moment, ich warte ein paar Holzklumpen. Wie war das mit dem Slime? Wie bekämpft man die? Muss man mit bloßen Fäusten draufschlagen? Nö, Schleime. Etc. Einfach mit einem Brotmesser aufs Maul. So. Also, ich würd gern ein schräges oder sowas wie ein Pyramidendach machen. Praktisch mit Half-Steps oder so. Kann das mir auch was tun? Nee, doch, oh ja, die großen. Also die großen und die mittelgroßen ist wahrscheinlich ein großer ungefähr so wie du. Der teilt sich an vier mittelgroße, die können dich anspringen, aber die kleinen können dir nichts mehr tun. Und die sterben auch relativ schnell. Ups. Weg damit und... Oh. Erstmal 6 Stone Pickaxes. Bitte für ein paar Minuten rein. Super, hätte ich die mal früher gemacht. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf so einen Repeater-Scheiß. Was? Repeater? Immer her damit. Nee. Eben nicht. Ah, das ist mein Gebiet.
Wo habt ihr den Repeater? Habt ihr so eine? Nee, ich hab so Schleim unten und den kann man da rauf tun, damit die. Schlammballschlacht. Will haben. Ja. Ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Komm bald. Komm bald. So. Nimm das. Okay. Den Dreck kannst du behalten. Also ich persönlich würde wahrscheinlich den Berg wegmachen. Wow. Das ist immer lustig. Viel Spaß, das ist nicht wenig. Das macht es ja so lustig. Ja, wir können auch ein bisschen weiter nach... Welchen Berg denn? Ja, wenn alle mithelfen, dann schaffen wir das. Also ein bisschen abebnen einfach. Wahrscheinlich einfach als ein Teil der Wand sozusagen mit überhaupt noch ein bisschen da reingehen können. Moment, welcher wahnsinnige Kerl baut sich da gerade in die Höhe? Wow. Ich meine, es ist cool, ich hab mir gerade den Weg gewiesen, aber... Er hat mich auch gefragt. Was war das für ein Bullshit, hat mich gefragt. Aber es hat mich gerade auch so verleitet, in die Luft zu gucken und dabei in eine Höhle zu fallen. Das war bestimmt so gewollt. Und, Schätze gefunden? Der einzige ist weg. Ja. Kai, was ist denn eigentlich mit dir? So, ich bin also auch... Und Kai, hör auf, den Boden zu schlagen. Der beklagt sich hier schon im Chat. Du bist ja so gefährdet. Egal, hab ich mir Holz. Egal, hab ich mir Holz. Moment. Tja. Hat jemand noch irgendwie scheiße Federn kann oder ich so? Ich kann einfach den Grund abbauen. Wer soll diesen Dreckklump jetzt wieder weghauen? Peter. Frage. Ach, ran ans Werk. Nee, gib mir einfach. Lass mich mal. Lass mich mal. Okay. Kannst du auch mithauen. Was machen wir? Wieso ist denn hier? Ja, dann gib mir Dingens. Oh, der Berg ist echt nicht wenig. Ach. Ja, da bekommt er mit Hau ab. Die ganz neue Bedeutung. Oh. Ich hab. Ja, das gut. Wow. Ich brauche eine Craft-Edge. Zufällig habe ich gerade in meiner Tasche eine dabei. Scheiße, hat jemand ganz schnell was zu essen? Ein Apfel oder so? Irgendwas. Schnell. Das ist doch scheißegal, du regulierst dich doch. Hast du einen Apfel? Schnell, hast du einen Apfel? Ich habe einen einzigen Lebensbalken nicht und den müsste ich jetzt auch voll bekommen, weil ich kein Essen aufgebaut habe. Kann man Getreide mampfen? Kann man gar nicht. Wow, ist das so. Ich bin ja mal nett hier. Dankeschön. Das Getreide kannst du auch meinetwegen wieder haben. Danke. Ja. Dankeschön. Sollte genug sein. Ja, danke. Ist genug. So, wir müssen Schrift noch... auf meinem Schild verschwunden. Keine Ahnung. Können wir nicht irgendwie sowas Ökologisches wie eine Müllgrube machen, wo wir die ganze Ökologisches? Erde rein... Ja, guck mal hier. Wir machen hier... Wir machen das... wie die Bundesrepublik Deutschland. Wir machen ein Loch. Warte, ich zeig's dir. Und werfen den ganzen Scheiß, den wir nicht mehr brauchen, einfach da rein. Weißt du, den ganzen Scheiß Atome. Und so ein wahnsinniger Strick dann rein und baut wieder so einen Turm, oder was? Weißt du, den ganzen Scheiß einfach da reinpacken und verbuddeln. Das machen wir. Wir sollen uns immer Vorbilder an der Gesellschaft nehmen, so hier. Nein, wir können das viel einfacher machen, denn Minecraft kennt eine Methode, du Materialien nachhaltig zu vernichten. Verbrennen. Lava. Maja, verbrennst du, oder? Willst du irgendwas loswerden, dann gieß es mit Lava. Oder schmeiß es in Lava, das funktioniert wunderbar. Oh, Evidor, besser als ich würde Atome. Dir nicht raten, jetzt nach oben zu bauen. Dann hast du gerade ganz viel scheiß Atome auf dem Kopf. Ja. Atommüll! Das kann man cool sagen.
So, haben wir irgendwas Produktives gemacht, außer abbauen und abbauen? Nö, aber nein. Das... Oh, scheiße. So aufbauen und abbauen, mein hier. Okay, wie wollen wir das denn kennzeichnen? Weil die Nachwelt muss ja wissen, dass es gefährlich ist. Das Zeug despawnt, ne, in der Zeit. Das geht weg? So, Zeit ein paar Kühe. Ja. Noch geiler. Warte kurz. Irgendwie, hier muss ein Schild sein. Da ist ein Schild. Warte. Ja. Hat jemand ein Schwert? Ja. Ja, du bist aus dem Mauer. Wo bist du? So. 350, 68 minus 42. Mein lieber Freund. Ja. Ist mir zu weit. Och, kacke, die Sonne ist schon wieder unter. Okay, lass mal jetzt ganz schnell den Boden mal raushauen. Wir müssen unser. Wir können es ja ungefähr abstecken schon mal. Die Fassade, da habe ich schon eine gute Idee. Ich nehme mir sogar eine Eisenspitzhacke. Rote Sonne drunter. Oh, ich weiß jetzt, wie ich Minecraft-Figur nennen. Das ist aber jetzt Protagonist. Ach so. Protagonist, den kenne ich. Das bin ich auch. Voller Name, wa? Ja. Man kann das ja übertragen. Genau. Oh, ist bestimmt reiner Zufall, dass du den gefehlt hast, ne? Komm her. Nee, reiner Zufall ist ein Vater. Wer ist rein? Rainer. Zwei Minuten rein, ja, Rainer ist fertig. Zufall. Gell? Rein, raus, fertig. Nee, der hat doch gar keinen Spaß. Zwei Minuten rein, raus, fertig. Hallo? Das macht doch gar keinen Spaß. Berlin? Das ist nicht lustig. Hallo, das ist scheiß ernst. Doch. Das war ein... Das war ernst gemeint. Ja, klar. Ja. Oh, das mit Yoshi, das war ja auch episch. Aber das bin ich der Einzige, der es mitgetan hat. Ist das sonst niemand so ein Religionskurs hier, oder? Er hat das Gleitkill mit Sekundenkleber verwechselt. Deswegen hat er die Hand da unten in der Tasche. Oh. Ja. Was? Hm? Was? Nein. Oh, Feli hat so einen schönen Spruch gebracht. Wer hat das gesagt? Ich hab nichts gesagt. Ich war's nicht. Nein, Leute, etwas ganz anderes. Das werde ich jetzt hier nicht erzählen. Das ist ein bisschen schwierig. Josh war's. So. Ja, Josh war's. Genau. Josh. Immer dieser Josh. Als irgendwer fragt, er war's. Josh, wenn du das hörst, genau. Fick dich. Du warst es. Du warst es, Josh. Ich geh schlafen. Sei mir dankbar, dass ich's nicht habe. Moment. Oh. Früher bei 20 Minuten. Das war ein netter. Ja, ne? Aua! Mein kleines Morgenmüffelchen. Hör auf, Erdtürmen. Die gehen so auf. Okay, lass pennen. Und damit beende ich, glaube ich, auch mal diese Folge mal wieder. Ciao!